Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Pro Evolution Soccer 2015. Wir spielen mit Bayern 04 Leverkusen in der Konami League, weil ich Champions League nicht spielen darf und ich hoffe, ich darf überhaupt die Konami Liga spielen. Wir spielen gegen Hiento Zario. Trikots sehen gut aus, dann machen wir direkt Anstoß. Das ist mir zu kompliziert. Was auch immer ich mit GP machen kann. Ich finde ja, Pro Evolution Soccer sieht immer ein bisschen altbacken aus, so von den Menüs her, oder? Bayer Leverkusen finde ich. Oh, scheint eine echte Mannschaft zu sein. 1986 gegründet, what the fuck. Hansi Küpper. Es ist angerichtet. Vielen Dank. Die haben, glaube ich, verloren. Ah, da musst du auch hinterher. Ach komm. Nee, nix da, nix da. Ja. Ach komm, was für ein Schuss, ey. Schuss am Arsch war das. Wenn ich nach oben gehe, geht das Ding nach unten. Wenn ich nach rechts gehe, geht das Ding nach links. Aber nach rechts geht's gar nicht. Okay, ich verstehe diesen Wurmfortsatz immer noch nicht. Komm, Kiesling hinterher. Ah. Sehr schön. Komm, Kiesling, den hast du. Lauf, Kiesling, du bist so langsam, du alter Mann, du alter Mann. Sehr schön dazwischen gegangen. Bellarabi. Das war die einzige Möglichkeit. Gewaltschuss aus der Distanz. Normalerweise kann er das ja. Der Bellarabi heute am Tag der Aufnahme spielt Leverkusen übrigens gegen Köln. Ihr kennt das Ergebnis schon, ich noch nicht. Also bitte nicht verraten. Bitte nicht verraten, wie Leverkusen gespielt hat. Ich möchte das nämlich nachher live auf Sky sehen. Scheint eine echte Mannschaft zu sein. Alle sind hier synchronisiert. Also eingesprochen. Nix da. Die scheinen mir ja was stärker zu sein als Santa Fe. Ja, wann machen sie es endlich? Endlich ein Tor. Haben wir... Mann, da musst du auch mal dich bewegen und nicht stehen bleiben und die Hände hochreißen. Castro, ey. Haben wir. Sehr schön. Jetzt der gute Pass. Ah! Mit viel Erfahrung. Ganz abgebrüht. Da das Wasser mit viel Erfahrung ganz abgebrüht. Damit die Keime sterben. Komm, Papa, du. Sehr schön. Leider zum Gegner. Nutzt er die Chance. Nein. Armada. Die ganze Armada von Hiento Zario feiert jetzt. Scheiße. Unser erstes Gegentor. Ich breche die Liga ab. Komm, die haben ihr erstes Spiel verloren. Die müssen wir doch besiegen können. Kann nicht sein. Ich finde, es ist von den Bewegungen her realistischer als FIFA. Alter, was machen die denn? Was ist hier los? Was soll denn das? Aber das muss auch optimal sein, wenn du aus dieser Entfernung das Tor machen willst. Es fehlte nicht viel und er hätte einen weiteren Treffer in seine Statistik dazugefügt. Er ist ein Riesenspieler, ganz schwer zu verteidigen. Da musst du als Verteidiger manchmal einfach hoffen, dass er das Tor nicht macht. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Lässt sich aber den Ball abnehmen. Der Spasti. Nein, Kiesling ist kein Spasti. Ich mag Kiesling. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt der Pass in die Spitze. Oh, mein erster Einwurf. Ich bin so aufgeregt. Der Ball kommt. Nein! Fuck. Der Torwart heißt Aranda, der Torschütze heißt Armada. Die ganze Familie eingekauft hier wahrscheinlich. Ah, ich dachte, der spielt zu dem. Mann. Jetzt spielt er zu dem. Sehr schön. Hast du. Ach, was macht der denn da? Leck mich doch an die Füße.
Oh. Oh. Das ist ein langer Ball. Ja, das ist ein langer Ball. Abseits. Der Linienrichter zeigt an. Abseits. Ja, mit einem Fuß. Also dieser Wurmfortsatz, der ist echt komisch. Oh, voll ins Gesicht. Komm, Wendell. Los, Brand, du musst laufen. Der Ball ist im Aus. Kiesling. Ah, und da ist immer einer dazwischen. Echo. Echo. Gib mir ein Echo. Echo. Ein Echo. Oh, 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 oh. In der ersten Hälfte sind gespielt. Oh, ich dachte, der geht vorbei. Alter. Oh. Technisch brillant gemacht, aber den muss er natürlich machen dann. Ich hab alles leiser gemacht, damit ich nicht so schreie. Stößt im richtigen Moment nach vorne. Er arbeitet sich die Chance, nutzt sie aber nicht. Sehr schön. So, Hakan. Pass auf Kiesling. Ah, oh, nein, diesmal ist es abseits. Abseits, gut gesehen vom Schiedsrichterassistenten. Oh ja, deutlich. Hätte er ein bisschen früher passen müssen. Ein langer Ball nach vorn. Können wir bitte den Ball haben, danke. Da ist keiner. Oben ist einer, aber da kommt der Ball nicht hin. Und da ist einer von denen. Na klar. Na klar ist da einer von denen. Natürlich. Was wundere ich mich überhaupt? Wie drauf da? Admiral. Oh. Oh, der ist noch drin. Wollte ich mich gerade mal ganz in Ruhe kratzen. Ich dachte, der Ball wäre im Aus. Aber war er gar nicht. Immer den Ball abnehmen jetzt, verdammte Scheiße! Mann! Das ist fast eine 1:1 Kopie von vorhin. Ach so, ach, mit dem anderen Stick. Ich lerne noch dazu. Mit dem rechten Stick kann ich die Ausrichtung einstellen. Ja, das war natürlich eine tolle Kopfballablage. Malatz. Deus. Deus. Gecho. Gecho. Jeche. Ach man, was machst du, Castro? Warum spielst du denn? Warum passt? Es geht ja nicht mit Bande. Das geht nicht. Reus. Da treibt er den Ball weit vor. Sehr schön. Das war gut von Brandt. Da dreht er sich einmal um sich selber und ich habe keine Schnitte mehr. Jetzt der Schuss! Oh. Und mit dem Pausenpfiff des Unparteiischen gehen wir jetzt in die Pause. Trotz des also mit Ballbesitz kann ich nicht punkten. Okay, wir müssen mal wechseln, glaube ich. Spielersymbole wechseln. Ah! Okay. Ich würde sagen, wir hauen mal den Brand raus. Kriegen dafür den Son. Ja, und das war's. Gucken wir mal, ob der Son da ein bisschen mehr reißen kann. Obwohl er im letzten Spiel ja sehr untergegangen ist, aber er war auch auf der falschen Seite eingesetzt. Muss man ihm auch mal zugute halten. Da habe ich ihn ja für Bellarabi gebracht und er ist eigentlich links außen und nicht rechts außen. Ah, fuck. Sehr schön. Sehr schön, jetzt der Pass. Ah, da ist wieder einer dazwischen. Das ist immer einer von den Gegnern. Nee, nix da. Viel zu weit am Tor vorbei. Ja. Er weiß, dass er aus der Distanz ein guter Schütze ist. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Nee, nix da. Klappt nicht beim nächsten Mal. So, jetzt mal eine vernünftige Kopfballablage auf den Mitspieler. Auf den Gegenspieler. Auf den Mitspieler, habe ich gesagt. Ah, oh, jetzt zieht er auf. Warum laufe ich mit dem da weg? Er kommt durch. Oh, Bender, du darfst doch mal einen Ball behalten, weißt du? Ach komm, leck mich doch. Lecke mich. War kein Foul. Komm, will ich gar nicht sehen. Das weiß ich auch so, dass das kein Foul war.
machen die denn da für einen Tanz? Ja, locker. Da ist ordentlich Dampf dahinter. Er ist schussgewaltig, das weiß man. Er versucht es. Ach, da muss doch aber die Pässe müssen noch mal genauer kommen. Es hat im ersten Spiel so super geklappt. Wo sind jetzt die Pässe von Hakan? In den Lauf von Brandt. Hast du. Ah, fuck you. Fuck you, Alter. Fuck you, Alter. Er ist nicht vom Ball zu trennen. Torwart! Uiuiui. Und dann lass den doch laufen, du Vollidiot. Jetzt gibt's eine Ecke, ey. Spasti. Er zieht aufs Tor. Danke. So ist er nicht zu knacken. Radier. Maratz. Sehr schön, Einwurf. Oh, das war zu weit. Ich wollte eigentlich nur zu dem, der da direkt dran steht. Ach man, warum sind die Pässe denn so ungenau plötzlich? Das will sich mir nicht erschließen. Bayern 04 Leverkusen braucht jetzt noch ein Tor, aber um ein Tor zu machen, brauchst du den Ball. Und richtig. Den kriegen sie nicht. Doch. Doch. Ich sagte doch. Ach, da bleibt er stehen. Da bleibt er stehen. Warum bleibt er stehen? Nicht personell noch ein bisschen was verändern, weil zweimal dürfen sie ja noch. Der ist drin. Und jetzt ziehen die davon. Fuck. Das ist der Alleingang in seiner allerschönsten Ausprägung. Ich hoffe, zu schreien. Kann man das nicht machen? So, Freunde. 2-0 jetzt also. Nee, das ist keiner dazwischen, aber ich hab gleich hätte den Ball nicht. Aber da ist einer dazwischen. Toll. Tolle Wurst. Ey, warum gewinnen wir denn 4-0 und kacken jetzt so ab? Das ist doch unrealistisch. Ach man, den hast du doch gehabt, Mann. Mal den haben wir jetzt. Was macht der? Was macht der? Was macht der denn da? Alter. Starke Ballkontrolle. Versuch's mit einer Reingabe. Ah. Hat er mal lieber geschossen, anstatt mit dem Kopf. Das ist seine Stärke. Das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Ach komm! Was ist das für ein Schiri? Das war ein Foul, ja, das ist es. War noch gelb, oder was? Was, gelb-rot? Gelb-rot? Hä, wann hat er denn gelb bekommen? Ich gar nicht mitbekommen. Ah, guck mal, der hat da den Ball gespielt, der hat da den Ball gespielt. Geil, jetzt haben wir auch noch, ist auch noch der Toprak gesperrt. Geil. Ja, der ist gut. Aber ich spüre, dass hier noch was geht. Ich spüre. Ach. Gut dazwischen gegangen. Genau, wenn der Spieler gegangen wäre, der Bellarabi, dann wäre noch was gegangen. Aber jetzt ist es, glaube ich, auch vorbei. Aber nicht aufgeben! Martells spielen auch mit. Ich will das schaffen. Ich will. Gib mir den Ball, danke. Na, was macht der denn da? Mann, das sind noch meine Eingaben vom Zweikampf. Die werden dann hier zum Schuss benutzt, wo das gar nicht passieren soll. Sehr schön. Ich dachte eigentlich, der Kiesling geht dahin, nicht du. Nicht der Son. Ball kriegen, bitte? Ach komm, was ist denn das? Der Schiri ist doch gekauft, ey. Da kann er einfach den Ball annehmen. Alter Vater, ey. Was? Und wieder fehlt nicht viel zum Erfolg. Er ist ein Spieler, das wissen wir nicht erst seit heute, den du nicht aus den Augen lassen darfst. Er steckt ihn durch. Na. Nur noch wenige Minuten. Ja, das Spiel kann man echt abstempeln. Als Kacke. Brandt.
als total beschissene Wichskacke. Sehr schön. Aber wie ist noch ein Ehrentreffer jetzt? Castro! Sehr schön. Hartes Tackling, aber alles regulär. Kann sagen, war noch bei Castro! Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Raus damit! Gut. Und damit ist die Gefahr fürs erste gebannt. Okay, man kann hier ein bisschen mehr grätschen als in FIFA, habe ich das Gefühl. Wir kommen five up jetzt hier, die Scheiße. Ja. 2-0 verloren. So schlecht haben sie eigentlich gar nicht gespielt. Sie hätten einfach nur einen Tick konsequenter spielen müssen. Ja. Ein Fußballspiel voller Hingabe, voller Leidenschaft. Einige Aktionen schlicht und einfach sensationell. Danke, Hansi. Schade. Wer war der Beste von uns? Brandt. Den haben wir ausgewechselt. Geil. Ah, fuck. München hat 5-0 gewonnen, okay. Santa Fe hat auch 2-0 gewonnen. Guck mal, die wir abgezogen haben letztes Mal. Köln hat schon wieder 1-0 gewonnen. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind hinter Köln. Wir sind siebter hinter Köln. Das ist ja etwas, was ich niemals in meinem Leben sehen möchte. Oh, jetzt haben wir eine lange Pause. Jetzt haben wir gegen Barzaspur. Klingt türkisch. Ist es wahrscheinlich auch. Das werden wir in der nächsten Folge angehen. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Pro Evolution Soccer 2015 und lasst mir doch eine Bewertung da. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, macht's gut. Euer Rainbow. Tschüsschen.